Herzlich willkommen bei einem verregneten Samstag. Zumindest ist es das gerade bei mir. Ich weiß nicht, was bei euch gerade so los ist. Bei mir ist es verregnet und Samstag und ich dachte mir, ich nehme mal eine weitere Folge. Ah nein, nein. Oh, diese Ficker von Entwickler. So, ihr habt ja in den letzten Kommentaren total nette Sachen geschrieben wie... Ach nee, Mitleid habe ich gar nicht. Ich find's total lustig, wenn du immer stirbst und ähnliche Sachen. Und ich muss sagen, ich muss wirklich sagen, das kann ich verstehen. Ich werde tunlichst daran arbeiten, möglichst viel zu sterben, denn das wollt ihr ja. Also alles, was ihr jetzt an Sterben seht, das ist Absicht, das dient nur dem Entertaining sozusagen. So. Kommt her, ihr Vögel. So. Ich weiß allerdings nicht, ob das so richtig ist. Ich muss mal gucken, ob ich... Da komme ich natürlich nicht rüber. Und anscheinend wird der auch nicht so richtig beeinflusst, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Mal gucken, ob ich so... Ja, so. Jetzt mal gucken, ob der da... Na, der Roboter nämlich nicht. Nämlich nur die verdammten Raketen werden davon beeinflusst. Aber das soll mich nicht stören. So. Ha! Elegant oder wie oder was? Und nicht gestorben. Ich weiß, manche sind jetzt traurig. Ich nicht. So. Was bedeutet diese kleine Plattform da unten? Das ist doch wieder irgendwie so ein... Ist das? Ist da was im Nebel? Das sieht so aus, als wäre da unten was. Ich probiere es mal. Ja, wusste ich es doch. Guckt euch das an. So, und jetzt ist die große Frage, wenn ich da jetzt runterspringe, ob ich dann runterfall. Hey, Juniorforscher habe ich freigeschaltet. Huch. Was ist jetzt passiert eigentlich? Woran bin ich denn jetzt gestorben? Ich konnte es nicht so richtig sehen, weil da so Nebel war. Aber ich habe gerade ein Achievement bekommen. Ach Gott. Das ist immer so das Ding, ne? Wenn man meint, man hat es ja schon einmal geschafft. Also es ist total einfach. Und dann vergisst man so bestimmte Prinzipien, die man natürlich eigentlich nicht vergessen darf. So. Dann wollen wir das jetzt nochmal so machen. So elegant, wie wir das vorhin gemacht haben. So. Und so. So, und diesmal gehe ich nicht darunter. Ich glaube, da habe ich schon alles gefunden. Ich bin sowieso voll. Also ich habe eine Weste an, wie ihr seht. Und ich habe meine gesamten Utensilien, die ich brauche. Bomben und Zeitbomben. Alle dabei. So, insofern muss ich da jetzt nicht unbedingt runter. Beziehungsweise wenn ich da runter gehe, dann kriege ich sowieso nichts Neues dazu. So, kommt her. Pam, pam, pam. Also, insgesamt muss ich ja sagen... Ach, shit, was mache ich denn jetzt? Na gut, ich kann ja noch da runterspringen. Ach nee, das ist gar nicht hier, das ist auch erst bei den nächsten gewesen. Insgesamt ist dieses Spiel schon so ein bisschen Try and Error. Es sind schon einige Sachen dabei, muss ich sagen. Also einige Rätsel, die sind einfach nur... indem man das einmal falsch gemacht hat, zu lösen. Ist auch irgendwie okay. Ist halt ein bisschen schade manchmal. Aber es ist natürlich auch so, dass ich mir dafür... Ach, das gibt's doch nicht! Wieso springst du denn jetzt da so komisch? Dass ich mir so eine Ausrede habe, dass ich mal hin und wieder hier Blödsinn mache. Aber insgesamt muss ich natürlich gestehen... Bin ich jetzt nicht so der Fitteste, was dieses Spiel angeht. Aber dafür vielleicht einer der Lustigeren. So. Also, wo will ich denn das jetzt hinmachen eigentlich am besten? Ich würde ja fast sagen... Hier, das müsste doch langen. Scheiß auf Sterne. Das gibt's doch nicht! So knapp jedes Mal! Verflucht nochmal! Da ist es aber vorbei mit der Kontenance.
Und ich habe auch immer das Gefühl, dass die manchmal so, dass der so ein bisschen anders wirft oder springt oder was auch immer. Sehr schöne Sounds übrigens. Über den Sound habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich habe über die Musik gesprochen, aber nicht über die Sound. Und der Sound, genauso wie auch so der Rest des Spiels. So, kriege ich das jetzt hin? Oder mache ich dann noch einen weiter? So, Gott sei Dank. So, Gott sei es getrommelt und jetzt mache ich hier auch kein Risiko mehr. 350. Genau, der Sound, also die Sound, die Geräusche und so weiter, sind ähnlich angenehm. Huch. Da, riesige Sprünge macht der hier, aber ähnlich angenehm wie so der Rest von den ganzen Sachen. Das heißt also, angenehm anzugucken irgendwie. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich verstehe nicht, warum diese Roboter... Ach, das sind die blauen Roboter. Jetzt verstehe ich das, glaube ich, doch. So. Kann auch so ein bisschen springen. Nice. So, den kann ich nämlich wieder nach oben fahren lassen. So. Und den aber wieder nicht. Und wo muss ich da jetzt hin? So. Na? Juhu. So. Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen die Luft angehalten. So, was ist da unten jetzt? Cool. Hier kann ich Zeitbomben für Ummel kriegen. Das bedeutet ja wohl, dass ich mit den Zeitbomben irgendwas machen kann. Ich werde jetzt mal eine da runterwerfen. Mal gucken, ob die... Nein. Gott sei Dank. Ob ich da wohl noch... Ich habe den dafür weggemacht. So, und meint ihr, jetzt kann ich da unten auch noch was machen? Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass ich nicht runtergucken kann. Also mit meinem zweiten Joystick oder so, geht nicht. Lassen wir mal schön vorbei. Hier nehmen wir uns die Zeitbombe wieder. Und eigentlich kann ich ja jetzt mal hier so ein bisschen auf gut Glück... So, ich hoffe mal, dass da kein neuer kommt. So, wir haben wieder eine Weste. Ist das ein guter oder ein böser? Hallo. Nein, nicht runterfallen. Jetzt habe ich schon wieder keine Bomben mehr. Das gibt es doch nicht. So. Verfluchte Axt. Kann nicht angehen. Ah, ich glaube, der ist gut. Nö. War doch ein böser. Also muss ich den doch irgendwie da rumwerfen, runterwerfen. Oh. Ah, die Raketen können auch die Bomben kaputt machen. Das ist ja interessant zu wissen. 3, 2, 1. Da habe ich Glück gehabt. Rums. Ich habe keine Weste bekommen. Schweinerei. So, und wie mache ich den jetzt? Ich glaube schon, dass ich das irgendwie so versuchen muss. 1, 2, 3. Haben wir doch hingekriegt. Mit 3 Sternchen. Fast so wie in der Schule, dass man dann für bestimmte Sachen Sternchen bekommt, weil man sie gut gemacht hat. Rums! Das klappt ja wie am Schnürchen hier. Was will der denn jetzt? Ich glaube, so weit kann ich die nicht werfen. Ich nehme dir deine Sternchen weg. Nee. Aber ich könnte natürlich... Ja. Ah, nee. So. Runter. So. Und jetzt... Nein! Ah! Aber so muss es gehen.
1. Hamm. Und eine Weste. So. So. Haben wir das gut gemacht oder haben wir das gut gemacht? Wir haben sogar noch Bomben übergelassen. Speichern. Hervorragend. So. Wenn man nur nicht immer das Gefühl von Failen hätte, weil man die ganze Zeit stirbt, dann glaube ich, so, pass auf. Wäre das Spiel tatsächlich so ein bisschen angenehmer. Ist das nah genug? Ja, es ist nah genug. Ich fasse es nicht. Auf Anhieb oder wie oder was? Komm, komm, jetzt den Stern nehmen wir jetzt schon noch mit. Immerhin habe ich ja nicht mal hier Gefahr. So, boah. Es wird jetzt immer unangenehmer hier. Ha! Mit Bravour nicht gemacht. Nicht geschafft. Okay, nochmal. Dies war nix, wie der Bayer sagt. Da schaukst mit deinen Augen, weil es mit die Ohrwaschel nix siehst. Ach komm, jetzt muss ich das wieder machen. Dabei habe ich das doch schon so gut hingekriegt. So. Stirb. So. Und den hier, der, das finde ich ja jetzt wieder schwerer. 3, 2, 1. Man müsste die irgendwie schneller kaputt machen können. Ich weiß aber nicht, wie ich das hinkriegen soll, dass die schneller runterlaufen. Und die hier kann... Oder soll ich die hier nehmen vielleicht? Aber die... Das könnte sogar sein, dass ich die anderen nehme. Die kleinen, die sofort explodieren, wenn sie irgendwas berühren. Mal gucken. Nee, nicht so rum. Nee, die werden nicht... jetzt habe ich zwei von meinen verdammten Nicht-Zeitbomben verbraucht. Die werden nicht von dem Strahl beeinflusst. Anscheinend, die sind ja auch blau. Ach so. So kann ich das natürlich machen. Jawohl, ja. Das ist natürlich... Man muss da immer, immer sein... Das ist eigentlich ein gutes Training hier, das ganze Spiel. Man muss immer seinen Kopf offen halten. Seinen Gedanken... Für... Ah, da ist ja schon wieder einer. Für alle möglichen... neuen Kombinationen offen halten. So. Nee, nicht die hier. Die hier. 3, 2, 1. Nee, das ist nichts. So rum. Also, jetzt nochmal. Einmal hin. So. Dann. Ah, nein, 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 nein. Gott sei Dank darf ich ja ab hier wieder anfangen. So. Nochmal. So. So. Ah, oh, das gibt's doch nicht. So. Das kann doch nicht angehen, dass ich immer da reintappe. Ein bisschen ungenau ist die Steuerung tatsächlich. So. 3, 2. Naja, das war leider nichts. Aber hier geht's tatsächlich um Timing und Rhythmus. Und vor allen Dingen um... Verdammte Steuerung. 3, 2, 1. Ist aber dann doch schon wieder Genugtuung, wenn das dann auch wirklich geht. Und man kriegt hier wirklich auch haufenweise Goodies, was auch echt nett ist. So, hier habe ich auch schon eine Ahnung. Obwohl, hier gibt es sogar zwei Möglichkeiten, wie ich das sehe. Also nehmen wir uns das hier. Machen wir das hier. Nein. Ich muss echt immer tierisch aufpassen hier. Ah, jetzt kann ich das natürlich nicht mehr machen. Damn it. So, wie sieht es denn aus, wenn ich das jetzt mache? Und... 1. Schön! Macht aber dann doch auch echt Spaß wieder. Wenn es dann funktioniert. Und einmal hier
Einmal rüberfahren, halt, stoppt ihr mich so mitnehmen? Ja. Yes. Perfekt. Die nehmen wir noch mit. Und hier dürfen wir einmal drüber springen. Und jetzt hoffe ich, dass ich nicht falsch springe. Da war natürlich klar. War natürlich klar. Was ist denn da unten? Das sieht ja wohl mal crazy aus. Aber wie soll man da hin? Da kommst du ja niemals hin. Erstmal kann ich hier rüber springen wirklich, oder? Ja, kann ich. So, wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier was werfe? Komme ich da auch nicht hin. Ah, wie soll man da runterkommen? Habe ich ja gar keine Ahnung. Ja, da setz dich mal hin, kleiner Kurt. Weil das ist mir ein Rätsel. Huhu. So, jetzt aber. Ach, damn it. Also, Leute, ich glaube, das ist mir zu anstrengend, jetzt da durchzukommen. Ich meine, das sieht zwar nett aus da, aber das ist ja hochgradig komplex hier. Oh, geil. Man kann da sogar auf das Ding drauf sich stellen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Ha, nein. Ah. Nein. Der Kurt. Er stirbt. Und zwar in rauen Mengen. So, jetzt schauen wir uns mal dieses Gebilde an. Aber ich sehe nicht zum Beispiel allein, wie soll ich von hier unten wieder nach oben kommen? Ist mir ein komplettes Rätsel, außer. Das ist ja wohl mal fies. Man kann auch auf diese Kanten drauf. Aber das ist nicht möglich. Tut mir leid, wenn das irgendjemand hier spielt, parallel vielleicht zu mir, und das hinkriegt, gerne. Achso, Videoantworten gibt es ja leider nicht mehr. Das ist irgendwie so ein bisschen doof. Aber trotzdem, ich würde es gerne sehen. Ihr könnt mir eine Nachricht über Facebook schreiben oder so. So, wir sind in der Bibliothek angekommen. Und das ist nun wirklich ein hervorragender Zeitpunkt, um zu sterben. Seesteich. Und neu zu starten und die Folge zu beenden. Bis dahin. Tschö.